Ich halte den Bundeskanzlerbesuch, der da morgen in Moskau stattfindet, für außerordentlich wichtig, weil er nach dieser Choreografie, von der wir jetzt ausgehen müssen, möglicherweise eine hohe Bedeutung hat. Wie gesagt, ich halte fest an der Hoffnung, dass vielleicht im Gefolge dieses Besuchs des deutschen Bundeskanzlers die russische Seite sich doch entschließt, auf dem Verhandlungsweg, auf dem Gesprächsweg noch weiterzugehen. Vielleicht doch jemanden, wenn der deutsche Kanzler nach Moskau kommt, vielleicht doch jemanden nach Deutschland zu entsenden. Das ist ja nur zwei Tage später, der Event in München. Also man muss als Diplomat natürlich immer im Prinzip optimistisch sein. Und als langjähriger Diplomat bin ich ein Optimist und ich hoffe, dass ich da nicht naiv bin. Ich glaube, dass ein Krieg abwendbar ist, dass es möglich ist, ihn zu verhindern. Ganz sicher bin ich mir aber genauso wenig sicherlich wie die Akteure, die Entscheidungsträger sind, egal ob sie an die Bundesregierung oder unsere Partner sind.